Ja, herzlich willkommen, Daniel Tivison von Rheinfire. Es ist uns eine wahnsinnige Ehre, dass du bei uns bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Du bist der erste sozusagen Nicht-Österreicher, der in unserem Stream zu Gast ist. Willkommen, du bist momentan in Lissabon und wir bleiben aber im Prinzip in Europa bei der ELF, bei der European League of Football. Und mich interessiert jetzt, was war dein erster Gedanke, wie du eure Konferenz gesehen hast, in dem Fall die Konferenz mit den Centurions, mit Galaxy, mit den Siemens und mit Paris, die haben noch keinen Namen. Und dann eben Rheinfire. Und wo waren da deine Gedanken? Na, eine schöne Killertruppe oder was hast du gedacht? Ja, also ich war schon, ich hatte einen hohen Respekt vor der Gruppe, wobei ich muss sagen, mit den Sea Devils, der Galaxy und Köln natürlich, haben wir drei Mannschaften, bei denen wir im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison sehr, sehr viel Spaß hatten, im Fanaustausch. Gegen Hamburg waren wir ja nicht so ganz erfolgreich. Da haben wir ja zweimal böse auf die Mütze bekommen. Aber da kann man sich ja gerne revanchieren jetzt dann in der neuen Saison. Mich freut es riesig für Paris. Ich halte die Franchise in Paris für eine ganz tolle Erweiterung der Liga. Wir haben eine Talesverbindung direkt zwischen Düsseldorf und Paris. Ich habe in Klagenfurt beim Championship Game die beiden Macher kennengelernt. Franzi ist super. Ich habe selber französische Wurzeln. Mein Cousin wohnt direkt quasi neben Charles de Gaulle. Und allerdings, der ist Rheinfire-Fan. Klare Sache. Ne? Also gibt es ein kleines Familienaufeinandertreffen auch wieder. Also die Duelle finde ich toll. Es wird genau das, was eine ELF braucht. Eine sehr gute Challenging League. Unsere Interconference Games mit Helvetic Guards und mit München freut mich sehr. Ich habe zu den Kollegen aus München einen sehr, sehr herzlichen Austausch. Auch die Helvetic Guards, ganz tolles Team, was ich da kennengelernt habe. Die bauen da eine ganz klasse Geschichte auf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war ein bisschen auf meiner Wunschliste, nach Zürich zu reisen, weil ich so ziemlich jedes Spiel auch mitnehme. Ja, also das wird eine sehr, sehr spannende Conference. Das wird, glaube ich, sehr enge Games geben. Ja, und ich sage jetzt mal ein bisschen, die Düsseldorf-Kölsche Rivalität muss ja auch gepflegt werden. Ich freue mich auf unser nächstes Heimspiel in der Kölner Südstadt. Das wird wieder sehr, sehr schön. Vielleicht dürfen wir diesmal unsere Chili mitbringen, wer weiß. Da könnte man jetzt auch noch eine Frage anhängen mit den Cheerleadern, die mir zum Beispiel beim Auswärtsspiel gegen Galaxy, da haben wir zwar zu 0, glaube ich, verloren, aber die waren ja auch nicht da. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt eine Menge Fragen. Ich bleibe aber bei den Conferences. Kommen wir natürlich aus österreichischer Sicht, und wir sind ja ein österreichischer Stream, zu den beiden Conferences, nämlich zur Central, wo die Tirolen Raiders, also in dem Fall die Tirol Raiders spielen, und dann die Eastern, wo die Vienna Vikings sind. Wie siehst du denn jetzt mal ganz kurz in der Central-Konferenz? Da ist immerhin München drinnen, da sind die Siemens drinnen, die im Finale waren heuer, 25. September. Die Dragons, die ja auch nicht zu unterschätzen waren, weil wir haben uns ja an denen schon sehr schwer getan, vor allem auch im Playoff. Wie siehst du denn diese Central-Konferenz? Also Tirol darfst du nicht abschreiben. Das haben sie ja auch jetzt diese Saison gezeigt. Nachdem sie ein bisschen sich eingerufen mussten in der European League of Football, haben sie ja nach hinten heraus unheimlich performt. Da muss man wirklich sagen, Chapeau, liebe Kollegen, wirklich klasse gemacht. Mailand halte ich für stark. Man hat ja auch gesehen, das war ja auch etwas, was die Vienna Vikings getragen hat über die komplette Saison. Wenn du ein Team hast, was du in einem gewissen Konstrukt, in einem Bestand überführst, ist seine Anpassungszeit relativ kurz. Das war jetzt zum Beispiel etwas, was Rheinfire in der vergangenen Saison gefehlt hat. Da haben wir gemerkt, wir mussten erstmal als Team wachsen und uns einrufen. Das war natürlich schwierig. Barcelona bin ich gespannt. Ich glaube, Barcelona wird es deutlich schwieriger haben als vergangene Saison. Sie haben unheimlich viele Leistungsträger, die sie verloren haben. Angefangen von natürlich Zach Edwards und Kyle Sweets. Da ist natürlich schon eine Sache, die dann gerade eben nach Paris jetzt gegangen sind.
Wow, Respekt, das wird ein Brett in Paris. München bin ich gespannt. Ich glaube, München und auch die Helvetic Guards so ganz bei Null zu starten, werden Ähnliches erfahren wie wir. Da muss ich eine Mannschaft finden. Ich glaube aber, mit dem, was da so zusammengestellt wird, kann das schon sehr gut funktionieren. Ich freue mich sehr darauf, zu sehen, das neue Gesicht von den Stuttgart Search. Die Prügeltruppe der letzten Saison wird es in der neuen Saison definitiv nicht sein. Also das, was Sunny Musa da in Stuttgart aufbaut, auch in der Kooperation mit, oder sag jetzt mal, ja, das ist eine ganz offizielle Kooperation, ist es ja wohl nicht, aber natürlich schon die Schwäbisch Hall Unicorns da mit Teil zu überführen mit den Leistungsträgern in die ELF. Wow! Auch das, respektvolle Schritte. Also man kann generell sehen, egal in welcher Conference, auch die Enthroners sind eine Struktur in der Eastern, die du nicht unterschätzen darfst. Auch da ein gewachsenes Team, was überführt wird, was sicherlich im Leistungslevel nochmal ein bisschen upgraden muss. Du hast Berlin mit einer sehr eingespielten Truppe, die sich auch sehr gut verstärkt hat. Spannend werde ich es finden bei den Sea Devils. Auch die in starkem Umbruch jetzt dann auch in der neuen Saison. So wie es aussieht, kein Glenn Tunga. Wieder die Quarterback-Situation aussehen wird in der neuen Saison. Fragezeichen. Kasim, der seine Karriere beendet hat. Das sind große Umbrüche. Dennoch, man hat ein sehr starkes Trainerteam. Und da bin ich schon auch sicher, dass die ein gehöriges Wörtchen mitreden werden. Also ich glaube, die Liga als solches wird in der dritten Saison deutlich näher aneinander sein. Und das wird natürlich auch das Playoff-Picture sehr spannend machen. Ich bin sehr froh, dass der Commissioner sich dazu entschieden hat, mit 6 Teams in die Playoffs gehen zu wollen. Der Modus, ich finde ihn total klasse, weil es wirklich auf jedes Spiel bis zum letzten Spieltag ankommen wird, welche Platzierung von 1 bis 6 ich dann habe. Ob jetzt in der Conference oder halt sogar Gesamtliga bezogen. Also ich glaube, für die Fans wird sportlich betrachtet eine ganze Menge geboten, um das Spiel und die Liga bis zur letzten Sekunde sehr, sehr spannend und sehr offen zu machen. Und ich glaube nicht mehr, dass wir irgendwelche Mannschaften haben werden, die ganz böse Klatschen erleben. Die eine Frage ist noch, es ist ja ein Team weggefallen, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir wohl jetzt nicht erklären können. Hat sich aber offenbar so ausgewirkt, dass man seitens der, ich sag's mal, der Zentrale der European League of Football sehr schnell reagiert hat und eine Fünfer- und zwei Sechser-Gruppen gemacht hat, oder Conferences in dem Fall. Kannst du dir denn vorstellen, gerade weil ich gesagt habe, man kann es nicht klären, was da schuld ist, dass jemand aus finanziellen Gründen ausgeschieden ist, oder hat das was zu tun vielleicht mit der Struktur, dass in der Türkei, ich sage es mal vorsichtig, Fußball noch immer den größeren Faktor hat, was ja in allen Ländern so wäre, in Wahrheit vielleicht in Deutschland nicht ganz, aber in Österreich ist Football sehr dominierend, Fußball sehr dominierend. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es manche auch aus finanziellen Gründen erwischt. Also ich glaube schon, dass die finanziellen Gründe überwogen haben. Rechnen wir es mal runter. Es war mit Barcelona das Team, was am weitesten vom Kern Europas und den Teams entfernt ist. Das heißt, Reisedruck, Reisekosten waren sicherlich, auch wenn die teils von der Liga übernommen wurden. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich an das Spiel, was wir bei uns daheim, das war unser erstes Home Game gegen Istanbul gespielt haben. Da ist die Mannschaft nachts um 3, glaube ich, in den Flieger gestiegen, kam dann irgendwann mal 7 Uhr morgens in Düsseldorf an, musste dann noch mit dem Bus rübergeschattelt werden. Dass das natürlich auch vom Wettbewerbscharakter her schwierig auch ist, ist natürlich auch klar. Ich persönlich finde es schade, ich wäre gerne nach Istanbul gereist, das hat in der letzten Saison leider nicht geschafft, weil es wirklich eine fantastische und faszinierende Stadt ist. Ja, aber natürlich muss man schon und fairerweise sagen, eine Franchise finanziert sich maßgeblich aus 3 Faktoren. Ja, das ist Sponsoring, du hast Ticketverkäufe und du hast Merchandising.
Und jetzt schauen wir uns an, gut, Sponsoren hat es da gegeben und einen großen Mäzen natürlich am Ende des Tages auch. Wenn du natürlich aber die Zuschauerzahlen dir anschaust, die in Istanbul waren, dann waren das ja wenige hundert. Respektabel für Istanbul, keine Frage, aber natürlich zu wenig, um einen Finanzapparat, den du in so einer Liga hast, ansatzweise decken zu können. Und hast du keine Fans oder nicht ausreichend Fans, tust du dich natürlich auch im Verkaufen von Merchandising schwer, um daraus noch Gewinne zu erwirtschaften. Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass das irgendwo auch eine rein sachlich, fachliche, wirtschaftliche Entscheidung war, wo man leider sagen muss, verständlich. Ich glaube schon, dass langfristig vielleicht wieder ein neuer Versuch gestartet wird, nach Osten hin die European League of Football zu erweitern. Aber ich glaube, für den Moment war es leider etwas, was nicht funktioniert hat. Ja, aber das wird auch, glaube ich, in so einem Startup-Konstrukt, was wir haben, nicht ausbleiben, dass mal auch ein Team kurz vor knapp oder kurz vor Release dann doch sagt, wir schaffen es nicht. Da darf man kein böses Blut hinterher schmeißen. Es sind alles Unternehmer, mittelständische Unternehmer in der Regel, die hier viel privates Risiko gehen. Und ja, also da geht keiner rein, um zu sagen, daraus werde ich reich, sondern da ist ganz viel positive Beklopptheit dabei, wie bei uns bei Rhinefire auch, einfach zu sagen, hey, wir lieben den Sport, wir lieben unsere Franchise und wir wollen das mal angehen und wir können uns eben vorstellen, über diese Aufmerksamkeit, die die Liga generell bekommt, das Thema American Football qualitativ als auch in der Fanbase quantitativ, ja, zu verbessern. Und das tut dem Sport auf allen Ebenen gut, ob jetzt professionell oder auf dem Amateursektor. Du hast Fanbase angesprochen, ich lasse das Wort Base weg und sage nur mehr Fans oder Fans. Wie wichtig sind deiner Meinung nach die Fans? Bei Rhinefire wissen wir es, das Stadion war also zum Teil ausverkauft, es war brechend voll, man hat also kaum ein Stadion gesehen in der ELF, wo man sagen konnte, so viele Fans. Für euch ist es auch ein bisschen ein Flashback, weil ihr hattet ja schon mal im Zuge der NFL Europe Rhinefire und da gab es ja sozusagen, ich sag's jetzt mal, diesen Sog-Effekt. Es gibt wieder Football bei Rhinefire ist wieder da und das Stadion war immer voll und riesig, was die Stimmung betrifft. Ein Bedeutung der bisschen Luft Fans. nach oben haben wir schon noch. Also das Stadion ist fast 31.500. Spitzenspiel 12.055 gegen Galaxy. Luft nach oben ist. Also die Fans dürfen gerne noch ihre Freunde, Familien, Nachbarn, Hund, Katze, Maus mitbringen. Ja, Mäuse vielleicht nicht. Aber ein bisschen Luft nach oben ist. Aber ich gebe dir recht, die Bilder und die Atmosphäre, die wir in Duisburg gesehen haben. Das war schon fantastisch. Wenn ich jetzt ein bisschen auf die Situation beim Coaching noch zurückkomme, ihr habt immerhin einen ehemaligen NFL-Coach, den Jim Tomsola, gewinnen können, der ja immerhin kein Unbekannter ist, der unter anderem bei den Cardinals, aber sehr lange auch bei den 49ers war. Ich hatte die Ehre, mit ihm in Klagenfurt Abendessen gehen zu dürfen. Der Mann hat ja bei Rhinefire einiges bewegt und wird auch noch einiges bewegen, aber ganz meine persönliche Meinung als Gesellschafter von Rhinefire, wo wird er euch heuer hinführen? Ja, du startest so eine Reise auch vor allen Dingen mit einem Namen, Jim Tomsula, natürlich nicht, um irgendwo im Mittelmaß mitspielen zu wollen. Das ist auch der Anspruch, den wir haben. Da vertraue ich Jim voll und ganz. Ich bin ja einer von den Ownern, das sind 7 Owner und 2 haben selber nicht gespielt. Das heißt, wir lernen gerade in einer sehr, sehr steilen Lernkurve die Details und die technischen Feinheiten von American Football. Jim ist diesbezüglich ein Energiebündel, das man sich nicht besser ausmalen könnte. Und zwar nicht nur fachlicherseits und
Ich hoffe sehr, wir schaffen es ins Finale. Also ganz ehrlich, die Liga hat uns wirklich ein Silbertablett hingelegt mit dem Finalspiel am 24. September in unserem Heimstadion. Ich bin sehr sicher, dass das Ding rappelvoll werden wird. Und natürlich wollen wir ins Finale. Das Fachliche dafür ist Jim da und der sprudelt. Der Mann kennt keinen Pausenknopf. Und fordert auch uns Owner immer wieder auch in Austausch zu treten, Dinge von ihm zu lernen. Das ist die beste Schulbank meines Lebens, muss ich sagen. Und das Schöne an Jim ist, er ist natürlich wertvoll als Trainer, er ist wertvoll als Talentscout, als Stratege ganz, ganz groß. Aber vor allen Dingen ist er als Mensch eine Bereicherung für die Liga, für jeden einzelnen Spieler, für uns als Franchise und eben für jeden Fan, weil er ist so nahbar. Also kaum ein Spieltag, wo nicht mindestens 20, 30 Mal der Mann einfach in die Fans hineingeht und zu jedem hingeht und sagt: Hi, I'm Jim. Also, das ist auch vom Typ her ein nahbarer Superstar. Ne, du hast es ja erwähnt, Super Bowl gestanden. Ich glaube, er knabbert immer noch dran, dass er das Ding nicht gewonnen hat und nennt ja seinen San Francisco-Ring ja auch immer den Loser-Ring. Und ja, was will der Mann erreichen? Natürlich will er mal einen Winner-Ring haben und nichts sehnlicher würde ich ihm wünschen, bei der Franchise, die ihm so am Herzen liegt, mit den Menschen. Also da haben wir auch noch im neuen Jahr sehr viel vor. Er geht in vielen Dingen immer sehr vorbildlich voran. Stichwort Charakterfrage ist auch etwas, was vor sportlicher Sicht von ihm mit den Spielern in persönlichen Gesprächen ausgelotet wird. Also da kommt keine faule Nuss in unser Team, in unseren Kader rein. Denn er führt mit jedem und sei er noch so, sage ich jetzt mal, verschrien, vorher ein sehr, sehr deutliches Gespräch, was seine Erwartungshaltung ist. Das ist toll. Also sportlich kann man ähnlich sagen und da habe ich mir auch kein Urteil anmaßen. Aber der Mensch, Jim Tomsula, das ist was ganz Fantastisches. Und wenn ich kurz noch auf deine, ich sag jetzt mal, angedeutete Frage von eben, das Thema Fans, rangehen darf, wie machen wir das? Ja, du hast recht, wir haben natürlich eine Historie, die uns eine Anzahl Fans natürlich sehr einfach zugespielt hat. Da haben wir natürlich auch gegenüber Franchises, die jetzt gerade aus der Taufe geholt werden, wie eben München oder Zürich, natürlich einen riesen Vorteil, aber auch eine Verantwortung. Wenn wir das im Prinzip nur gemacht hätten, zu sagen, ach, ich nehme gerne die Fans und mache meinen eigenen Scheiß und den mache ich alleine, dann wären wir auch ganz schnell alleine. Dann hätten wir keine 12.000. Wir haben es immer geschafft, den auch als Owner sehr nahbar und sehr authentisch bei den Fans zu sein, regelmäßig bei den Treffen in Knoten zu sein, bei Isa Fiedler in der Düsseldorfer Altstadt, immer stark intensiv den Austausch mit den Fans zu suchen, jeder einzelne von uns. Ich glaube, klar, ich habe eine gewisse andere Historie, weil ich genau aus diesem Teil der Fans auch zum Owner geworden bin. Und das ist, denke ich, das Geheimnis, was eine Franchise machen muss. Sie muss authentisch sein. Und sie darf nicht über den Dingen und über Fans stehen. Sie muss da den Austausch suchen, darf da gerne einfach wirklich unser erstes Home Game mal erwähnen. Wir haben immerhin etwas gemacht nach dem ersten Heimspiel, wo ich echt Angst hatte. Das gebe ich ganz offen zu. Wir haben auf Facebook die Fans aufgefordert, uns doch bitte zu sagen, was nicht funktioniert hat. Und was sie sich besser wünschen würden. Das ist normalerweise im heutigen Social-Media-Zeitalter der Elfmeter dafür, einen totalen Shitstorm zu kassieren. Was ist passiert? Unsere Fans haben super konstruktiv sich eingebracht. Wenn es anfing auszuarten, haben die Fans sich gegenseitig korrigiert. Haben gesagt: Ey, halt mal den Ball flach. Das ist ein Start-up. Die können nicht alles auf einmal machen. Und wir haben
in dieser Verantwortung alle Hebel in Bewegung gesetzt, eine Woche später die meisten Dinge korrigiert und verbessert zu haben. Mit dem Ergebnis, dass die Fans das auch wiederum auf Social Media besonders erwähnt haben. So eine Fanbase kannst du, oder Entschuldigung, solche Fans kannst du dir wünschen, kannst du hoffen und beten. Du darfst es niemals erwarten und du darfst es niemals für selbstverständlich nehmen. Und deswegen freue ich mich schon echt wie Schnitzel auf die nächste Saison und auf die nächsten Events, wenn wir Fans wieder treffen. Denn das ist das, was Schweinfeier so ganz besonders macht. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, kurze Klammer auf, Klammer zu, es geht mir jetzt ein bisschen Gänsehaut runter, wie du das erzählt hast, weil so wie du es erzählst, kann ich es leider aus Wien zumindest nicht ganz berichten. Da fehlt es aus meiner Sicht, und ich spreche nicht für andere, aber aus meiner Sicht fehlt es ein bisschen. Da muss man noch dran arbeiten, von beiden Seiten, ich glaube seitens der Franchise und seitens der Fanbase oder der Fans. Aber kommen wir mal zurück, sozusagen back on field. Es gibt ein bisschen die Kritik von den, ich sag's mal, von den selbsternannten Experten, die sagen, die ELF saugt sozusagen die Amateurligen aus, also in Deutschland die GFL, in Österreich die AFL. Vorige Woche oder vor 2 Wochen waren es 50 Spieler alleine, die die German Football League verlassen haben, um in einem ELF-Verein zu spielen. Bestes Beispiel, Chris Helbig, der bei uns in Wien gelandet ist, bei den Vikings, der noch dazu als einer derjenigen gilt, der vielleicht noch besser als der Quarterback davor. Man gibt ihm sehr viele Lorbeeren jetzt schon. Aber dieser Saugeffekt, und dass dann der Amateursport kaputt geht, das ist meine Frage. Wie siehst du das? Also, dass du eine Bewegung hast für ein gutes Konzept von Leistungsträgern, die sagen, ich möchte auf dem bestmöglichen Level spielen, kannst du keinem vorwerfen. Und ob das dann nachher eine ELF ist oder wenn es die Leistung hergeben würde, vielleicht eine CFL oder irgendein anderes eine andere europäische Liga. Ein Spieler, der auf dem Level sich verbessern und weiterentwickeln möchte, wird immer entsprechend dahin gehen, wo er für sich die besten Rahmenbedingungen findet. Es liegt an jeder Franchise oder an jedem Verein natürlich da, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt aber nicht, dass wir hier ein Gegeneinander haben müssen. Ich mag diese Gegeneinander-Diskussion nicht. Ja, also da müsste ich ja auch letztendlich Bayern München oder jedem anderen Profifußballverein müsste ich mich darüber beschweren, dass die dem Amateursektor ja auch die Spieler klauen. Dass da erstmal eine Bewegung stattfindet, ja, das ist so. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt und wir haben nun mal auch Möglichkeiten und Belege, dass das ja auch durchaus eine Bereicherung sein kann. Schau, die Spieler haben ja auch nur ein begrenztes Zeitfenster, dass sie aktiv sein können. Und jeder, und in vielen Fällen erlebe ich es ja auch, dass dann die Home-Teams, die Amateurteams, wo die Spieler herkommen, ganz stolz sind, dass ihre ehemaligen Spieler jetzt sogar auf europäischem Level sind. Wo hat es angefangen? Genau im Amateursport. Wir müssen leider halt auch konstatieren, dass in anderen Ländern, ich kann jetzt natürlich hauptmaßgeblich von Deutschland reden, die mediale Wirkung von American Football, vom deutschen American Football, leider nennen wir es unterdurchschnittlich war. Unser lieber Tom Aus, der nun auch jetzt halt von der GFL, vom AVD zu uns gewechselt ist und natürlich auch seine Wurzeln bei Rheinfire hatte. Der weiß natürlich, wovon ich rede. Er hat alles gemacht, was möglich war, aber auch er ist natürlich an gewissen Strukturen irgendwo war, hatte er auch nur einen gewissen Einfluss. Die ELF hat jetzt aber halt diese Breitenwirkung durch das Streaming, durch die TV-Kontrakte und auch das Setup entsprechend mit sich als Familienentertainment und nicht nur als reine Sportveranstaltung wahrzunehmen. Diese Aufmerksamkeit bringt neue Menschen dazu, sich für American Football zu interessieren, ins Stadion zu gehen, begeistert zu werden. Ich glaube, einer der erfolgreichsten Namen, der diese Kurve gegangen ist, von einem neugierigen Fan zu einem, ich möchte es selber mal ausprobieren,
zu schafft den Sprung in die NFL und gewinnt zweimal den Super Bowl, ist Sebastian Vollmer. Ja, also über Ryan Fire Fan, Panther Fan, Panther gespielt, den Sprung in die NFL geschafft und damit mit den New England Patriots zweimal den Super Bowl geholt. Was macht dieser Mann jetzt? Er kommt zurück und startet mit NFL Germany ein Flag Football Programm. Und natürlich nutzt er diese Bekanntheit, die er hat, dafür, junge Menschen von Football, in dem Fall von Flag Football, zu begeistern. Und diese Kids, die damit anfangen, die werden irgendwann mal vom Flag Football zum Kontaktsport Football überwandern und werden Spieler im Amateursektor. Das wird Zeit brauchen, das wird nicht morgen passieren, aber der Weg ist bereitet, die Aufmerksamkeit, auch die wir in der ELF zu generieren, dafür zu nutzen, zu sagen, hey, ihr findet Football cool, ihr wollt es auch mal ausprobieren, ja, dann kommt doch, dann geht doch zu den, nutzt da doch dieses Interesse und geht zu den Vereinen, geht zu den Panthern, geht zu den Chief Bunn Raiders oder zu den Cleve Conquerors, die auch bei unserem Spieler-Tryout waren. Geht dahin, da könnt ihr euch ausbilden lassen. Bei Ryan Fire geht das nicht. Und ich glaube schon, dass wir über Bande gespielt und vor allen Dingen, wenn wir miteinander arbeiten, schon die Aufmerksamkeit in die Kanäle lenken, dass der Amateursport in sich mittelfristig davon extrem profitieren und wachsen kann. Und ich bin guter Dinge, dass mit dem neuen Vorstand, den wir in Deutschland haben, auch mit Herrn Springwald in NRW und mit Fuad Medanovic, alter Ryan Fire Pressemann übrigens, in Deutschland verbannt, ein neues Verständnis bekommen. Man muss aufeinander zugehen, man muss miteinander reden. Ich glaube, das Spielfeld dafür ist gesetzt. Es wird, wie gesagt, nicht alles auf einmal passieren, aber ich glaube, der Weg, den wir gerade miteinander gehen, aufeinander zu bewegen, und da ist Jim auch einer der großen Treiber genau dieser Mentalität, wird uns allen im Football helfen. Da bin ich ganz felsenfest von überzeugt. Bleiben wir mal ganz kurz noch, ich sag's vorsichtig, bei den Möglichkeiten, die man hat als in dem Fall ELF-Verein. Die Vikings haben das genauso wie die Raiders oder wie Galaxy oder auch wie ihr, Menschen zum Football zu bringen, zu begeistern, sie zu Fans zu machen, sie vielleicht auch zusätzlich zu anderen Sportarten zu interessieren. Du hast vorher so ein bisschen ein paar Points gesetzt, das sagt, so wichtig und so sollte oder kann man es machen. Aus deiner Sicht gibt es denn mit Blick nach Wien, ganz bewusst gesagt, hier auch eine Problematik, weil in Wien wurde eigentlich der Mannschaft das Stadion entzogen, ja, das muss man so sagen, mitten in der Saison, noch dazu ganz gegen Ende. Gibt es denn von deiner Seite aus so ein bisschen einen Rat, den du, Entschuldigung, nach Wien entsenden kannst, so ein bisschen botschafterartig für den Sport, wo man sagen kann, probiert doch mal das oder ich könnte mir dieses oder jenes vorstellen. Also ich bin natürlich zu weit weg, als dass ich mich hier anmaßen darf, den großen Lehrmeister für Wien zu machen. Das wäre nicht gerecht. Was ich aber aus politischer Erfahrung sage, ich bin selber im Stadtrat in Meerbusch, in meiner Heimatgemeinde, und kenne mich da natürlich auch im Politischen aus. Also ich fand es übrigens dramatisch und ich fand es auch wirklich von der Stadt Wien mehr als bedenklich, sich da so zu verhalten. Gerade eben für eine Trendsportart. Den besten Druck, den ich auf politische Entscheidungsträger in dem Rahmen machen kann, und seien wir ehrlich, Stadien gehören in der Regel einer Stadt, vielleicht auch manchmal in Unterkonstruktionen mit entsprechenden Sportstättengesellschaften oder, aber am Ende steht da eine Stadtverwaltung beziehungsweise ein Stadtrat dahinter. Die beste Werbung und den größten Druck erzeuge ich, indem ich ein Stadion oder voll mache, indem ich ein Gelände zum Platzen bringe. Und vielleicht macht man aus der Not eine Tugend. Ich weiß jetzt nicht, wie die Entscheidungslagen zu Spielstätte bei den Vienna Vikings gerade final aussehen. Ich weiß, man war an verschiedenen Konzepten und Ideen dran. Man kann aus einer Not auch eine Tugend machen.
Und ich bin mir sehr sicher, wenn ein Gelände der Vienna Vikings, nehmen wir jetzt mal das Gelände, auf dem sie das Playoff-Spiel abhalten mussten, wenn das Ding zum Bersten voll ist und die politischen Entscheidungsträger das mitbekommen und vielleicht sogar eingeladen werden, und man einfach sieht, was für ein Trend, denn es ist ja kein Trend mehr, es ist ja eine ganze Bewegung, die Football mittlerweile in Europa ist. Wir sind ja aus der Nische, spätestens konnte man das sehen in München beim NFL-Game, was für Menschenmassen von Football bewegt werden. Dann ist das der größte politische Druck auf Entscheidungsträger, auf Würdenträger, hier nicht mehr drumherum zu kommen, eine Lösung finden zu müssen, damit diese Menschen, diese Bürger einer Stadt, die dann halt Fans eben eines Footballteams sind, dass die auch zu ihrem Recht eines guten Entertainment und ja mal Freizeiterlebnisses kommen. Das ist das, wofür Stadt, Verwaltung, Ehrenamt zuständig ist. Und das ist auch am Ende des Tages für einen Bürgermeister durchaus ein Druckszenario, wenn ich das als Bürgermeister nicht realisiert bekomme. Also lasst uns die Stadien voll machen. Das gilt in Wien genauso wie in Duisburg und Düsseldorf. Wir haben halt die Frage, wann geht Rheinfire wieder nach Düsseldorf? Also erst einmal muss ich sagen, wir sind in Duisburg so mit offenen Händen und Armen empfangen worden. Diesen Respekt muss man der Stadt Duisburg geben und Danke sagen. Und sie kümmern sich und machen und tun, dass wir momentan ein tolles Setup haben in Duisburg, was kein Plan B ist. Es ist ein Plan A für die kommenden 1, 2, 3 Jahre, Rheinfire als Startup hier wachsen zu lassen. Und je voller dieses Stadion wird und je voller je mehr wir in Richtung Ausverkauft kommen und damit dann Duisburg irgendwann mal sagen müssten, hey, unsere Wachstumsmöglichkeiten in Duisburg kommen zu einem Ende. Umso mehr ist natürlich auch ein Druck in Düsseldorf da, politisch, dass die Entscheidungsträger Lösungen finden. Wie auch immer diese aussehen können, das weiß ich nicht. Da muss man drüber reden. Aber das ist das, ich kann da gar nicht mal so sehr an die Organisatoren einer Franchise appellieren. Wir Fans, und ich zähle mich da als Owner auch als Fan mit ein, wir Fans müssen diese Stadien voll machen, müssen da für rappelvolle Kulisse sorgen und dieses Wort politisch, öffentlich weitertragen. Dann ergeben sich die nächsten Schritte fast schon von allein. Ich bin begeistert. Jetzt möchte ich gerne unser Vorgespräch ein bisschen eine Änderung der Strategie machen, in dem Fall der Gameplan ein bisschen anders. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen, 2-Minute-Warning. Wir nennen es hier bei CTV so. Ich hätte fast jetzt Lust, dich zu fragen, ob du vielleicht für Weihnachten, für unsere Zuseherinnen und Zuseher, für die Fans draußen, irgendetwas verlosen möchtest, und zwar klar für Rheinfeier, hat nichts mit uns zu tun hier in Wien, dass du vielleicht so vor Weihnachten noch gesagt, ja, ich habe was mitgebracht. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben einen wunderbaren Hoodie in Weiß und natürlich ein The Fire is Back Shirt. Da müssen wir uns natürlich noch über das Thema der Größe unterhalten. Und ich würde das sehr, sehr gerne nicht einfach nur blind verlosen, sondern ich würde gerne von euch Vikings-Fans ja, vielleicht eine schöne Geschichte der Fanfreundschaft erbitten. Also keine Weihnachtsgeschichte, sondern eine Fangeschichte. Und ich finde, aus der losen wir die schönste Fan-Football-Friendship-Geschichte einfach mal aus. Und dann gibt es dann halt von mir ein T-Shirt The Fire is Back und ein Hoodie The Fire is Back, also den in Weiß. Und das würde ich ganz gerne verlosen. Ich freue mich übrigens sehr über diese Fanfreundschaft, die wir haben. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich bin von Doris Brünner eingeladen worden, mit meiner Frau Silvester in Wien zu verbringen. Und das Angebot haben wir in Klagenfurt dann auch gerne angenommen und werden am 29. Dezember ins schöne Wien reisen. Und da wird sich dann sicherlich die Gelegenheit finden, den einen oder anderen, von der hier gerade zuschaut, auch zu treffen und auszutauschen. Und
Glühwein trinken oder von mir aus auch ein Bier. Und also ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Einen ganz, ganz großen Respekt zu eurer Fan-Community, die ihr habt, die lebt, die tolle Sachen anschiebt und mit dem Herzen einfach am rechten Fleck da unterwegs ist. Ja, und demnach an euch alle da draußen, ja, lebt dieses für mich das Feuer für euch, die Vikings-Tradition weiter und ja, redet darüber, erzählt allen in eurem Freundeskreis, wie toll es ist, Football-Fan zu sein, weil das ist Familie und das ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, die man sportlich auch nur bei Football erlebt. Vielen lieben Dank, lieber Daniel. Ich freue mich sehr über diese spontane Gewinnspielaktion mit der Geschichte dazu. Wir werden das dann, sagen wir mal, aussuchen. Ich werde mich da als Ansprechperson in Wien natürlich, weil wir ja doch die Verbreitung, aber natürlich, wenn jemand aus Deutschland die Geschichte schreibt, wir kommen dran nicht vorbei. Herzlich willkommen. Wir sind am Ende. Was mich jetzt schon ein bisschen traurig macht, ich hätte gern weiter mit dir noch geplaudert, aber ich glaube länger schafft man es nicht, Fans zu binden. Du hast uns mitgenommen auf eine Reise, ja, in die Schauinsland Arena, in die Zukunft der ELF, in die Zukunft deiner Mannschaft, deiner Franchise. Vielen lieben Dank. Wir wünschen dir hier aus Wien auch eine gute Reise nach Wien. Wir beide werden uns vielleicht sehen, das kann ich dir auch schon sagen. Mit Doris schon ein kleines Agreement getroffen. Ich hoffe, ich kann es mich daran halten. Ich finde das großartig, dass wir uns wieder sehen. Vielen Dank, dass du bei uns warst im Stream. Und ich hoffe für euch auch eine tolle Saison. Und ich hoffe auf ein zweites, also eine Wiederholung für CTV. Das heißt, wenn wir dann im Frühjahr oder vielleicht auch im Mai noch einmal, wir haben ja jetzt direkten Kontakt, dann würde ich dich gerne wieder einladen. Natürlich alle anderen, die um mich herum hier mithelfen im Hintergrund. Ganz geheim ist die Gruppe nicht, aber es gibt viele Helferlein, die das möglich machen. Du kennst auch ein paar davon und ich freue mich sehr, dass ich das machen durfte. War sehr, sehr schön. Ja, Hat mir vielen auch Dank. wirklich, wirklich auch herzensmäßig sehr gut getan. Vielen Dank, lieber Andy. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da als erster Owner von Ryan Fire hier gefragt wurde. Und es war mir eine Ehre. Und ja, also ich möchte an der Stelle, ja, vielleicht ist in dieser besinnlichen Vorweihnachtszeit auch nochmal sagen, dass diese Fanfreundschaft, die wir da aufgebaut haben, natürlich auch ein großes Herz leider dieses Jahr verloren hat und dieser Band, dieser Brückenkopf letztendlich war, der liebe Stefan Kaiser. Ich glaube, dass er von oben sehr stolz ist auf das, was geschaffen wurde und dass wir diese Fanfreundschaft auch in seinem Namen hochhalten und auf ihn trinken. Er mochte es nie, sentimental zu werden. Deswegen freuen wir uns. Ich bin gerne wieder dabei und freue mich auf jeden Austausch. Liebe Vikings-Fans, ihr macht einen tollen Job, ihr seid eine tolle Community und ich freue mich auf jeden Austausch. Gemeinsam sind wir sicherlich eine ganz große Bereicherung für die ELF. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht sehen, und ein gesundes und sportlich erfolgreiches 2023 mit einer kleinen Einschränkung, die mag ich wohl geben. Also das Championship Game möchten schon eher wir gewinnen. Wunderbar. Schlusswort von Daniel Tivissen aus Lissabon, in dem Fall noch. Aber ich verabschiede mich von den Zuschauern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann spätestens irgendwie, wenn die ELF begonnen hat, in unseren Stadien, in Duisburg, in Wien, wo auch immer, in Tirol. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge von CTV in 14 Tagen am Freitag um 20 Uhr wieder. Ich freue mich auf euch.